liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. Nicht Mafia 3, nein, GTA 3. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Zahltag für Ray. It's my handsome handyman. Maria is all tied up at the moment, but I'll tell her you call. Who's that, Asuka? You know, I know I've been a naughty girl, but I really need to pee, okay? Okay. It's time you met our man inside the LPD. Here's a payment for the last little job he did for us. He is understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. Ach, die Mission ist alles okay. Oh, wir haben 3,5 Minuten Zeit. Boah, ich brauche jetzt mal ein Auto. Nein, ich bin nicht den Krankenwagen. So, wir sollen uns den Fernsprecher übergeben. Konzentrieren, liebe Leute. Ich will die Mission gerne ungern mehr jetzt verkacken. Deswegen. Ich kenne die Mission. Ich halte sie die aus, wie das weitergeht. Weg. West Belleville Park. Geh weg! Get to the phone on Liberty Campus. Liberty Campus. Ja, Mann, geh doch da ran. Get to the phone in South Belleville Park. Schon wieder, war ich da nicht eben? Da muss ich noch zu einem weiteren schicken. Weil sonst wird das halt verdammt eng. Oh, oh, das wird das verdammt eng werden. Ach, keine Zeit, okay. Huch, gut gehabt. Hat er gesagt, Toilettenhäuschen? So. Na gut. You
must be Azuka's new errand boy. You got the money? Is it all here? I know what you're thinking. Another bent cop. Well, it's a bent world. Just because I lost a few partners, those suckers from internal affairs have started sniffing around. Reckon they can smell me. Well, this city is one big open sewer. But I'm gonna need some non-union help. And if you're interested, you know where to find me. Ja, ganz wunderbar. Gut. Erledigt. 11.000. Für was? So, Azuki ist die nächste. Weiter geht's da mit der guten Dame. Also, wir hätten einen neuen Auftraggeber. Das ist der gute Ray. Aber da wollen wir nicht hin. Wir wollen jetzt zu guten Azuki. Die Motorhaube geht jetzt hier fliegen. Aber wir gehen mal kurz vorher speichern. Ich bin froh, dass ich über einige Missionen schon mit der Leute wieder geschafft habe. Ach, das war aber knapp eben. Aber gut, dass ich wusste, dass so eine Mission mich erwartet. Steht. Sind aber erst 6 Minuten durch, also so viel ist noch nicht. Genau, seit Salvatore haben wir nämlich noch nichts gehört, aber gemacht. So. Auto steht wieder. Wir haben, wie gesagt, 3 in Auftraggeber momentan. Wir sind also jetzt momentan für die Yakuza unterwegs. Und zwar eine ganze Weile noch, wahrscheinlich. In der Mühle stehen ja noch ein paar hier rum. V-Mann Tanner. Maria and I have gone shopping. Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car. So we've tagged it with a tracer. Make him bleed. Was? Soll das Auto zerstören von ihm oder was? Na gut, das sollte eigentlich mit der Panzerfaust nicht das Problem sein. Aber wie gesagt. Das ist hier schon ein Problem, ne? In GTA 3. Also bis jetzt kann man eigentlich, haben noch eine Mission ein Problem gemacht. Und zwar die Mission, wo man das Boot versenken muss, bis wir die Typen dann alle mal down hatten. Ging dann so ein dauertes eine Weile. Aber es hat dann irgendwann funktioniert. Und seitdem fliegen wir eigentlich jetzt mittlerweile wieder so ein bisschen die Story durch, wie auch am Anfang auch. So, wo müssen wir hin? Den da zerstören oder was? Nee. Da kommt der Kollege. Also doch. So, ich muss die Kopf mal loswerden da hinter mir.
Okay. Okay, also oben, unten, bla, irgendwas. Oder was gefährt mit einer Mühle? Ah, Spiel! Ich hasse es, wenn du mit mir spielst. Guck mal, wo die mich hingehauen haben jetzt hier. Leck mich doch, Adam! Na, ich... Spielchen noch nicht mit mir, du Missgeburt, Alter! Ihr kleinen Pisser, Alter! Ihr kleinen Dreckspisser, ey! Gut, dass ich gerade geladen habe. Wir machen das ganze Ding jetzt anders, so. Weil die nichts Besseres können als... Nee, die müssen ganz viel euch haben. Nur rammen, 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 rammen. Ah, die sind so aggressiv geworden, die. War zwar keine Absicht, aber funktioniert. So, ich mache das ganze Ding jetzt ein bisschen anders. Ups, war das? Ach, die Granate. Ach, super. Ja, das wird aber jetzt geklappt. Scheiße. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ah ja.
Ah. Die Stadt nur ein paar Meter weit weg. Gut. So. Dann probieren wir es halt nochmal. Dann probieren wir das ganze Ding halt nochmal. Maria and I have gone shopping. Jetzt, wie jetzt sollen sie mal kommen. Dann machen wir das halt ein bisschen anders, als ich das, als das die Mission eigentlich geplant hat. Das funktioniert, wir haben doch unseren Hintern geschlagen. Upsi. So. Aber das war jetzt wirklich abgeschlossen, ne? Oder haben wir da noch eine Mission für offen? Nö, eigentlich nicht, ne? Da könnten wir theoretisch mit Kenji weitermachen. Der ist nicht vorher aufgetaucht. Nö, wir haben keinen. Nein, wir haben keinen mehr. Also geht's fertig. Gut. Dann haben wir eigentlich noch viel gemacht in dieser Aufnahmesession. Dann gehen wir nämlich jetzt zu Kenji. Aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge, ne? Kennt ihr ja schon mittlerweile. Bis dann und tschüss. Obwohl, ich verspeichere vorher, warte mal. Weil das wird die letzte Folge dieser Aufnahmesession werden. Fußgänger, der einem Panzer den Vorrang nimmt. Alles klar. Okay. Das ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen arbeiten. Hier gleich links. Der Panzer bleibt oder nicht im Rennen, ist scheißegal. Ich packe das Ding jetzt mal ein.
Etage brauchen wir jetzt gerade nicht. Sondern wir gehen speichern. Warte mal, ich guck mal gerade, wie viel Zeit wir noch haben. Erst haben. Ah, 14 Minuten. Passt perfekt, wunderbar. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 3.